Bevor wir überhaupt heute anfangen mit dem Video, möchte ich euch erklären, warum ich Gemüsebrühe, Fleischbrühe dazu gebe. Hatte mich ein Freund gefragt, weil es wäre ja, das Wurzelwerk wäre ja schon die Grundlage für eine Gemüsebrühe. Da bräuchte man doch keine extra Brühe dazu. Jeder kann mich verstehen, der schon mal eine frische Karotte aus der Erde gegessen hat und eine Karotte aus dem Supermarkt. Also eine frische Karotte aus der Erde oder aus dem Bioladen schmeckt ganz anders, viel intensiver als eine lang gelagerte Karotte aus dem Supermarkt. Und nachdem es jetzt finanziell ja die Preise extrem hoch sind, sind jetzt meine Karotten und mein Wurzelwerk jetzt aus dem Supermarkt. Das heißt, die lagern lange und verlieren an Geschmack. Deswegen nehme ich jetzt Brühwürfel oder Gemüsebrühe zum Verfeinern mit dazu. So, das war jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen heute eben Fleischbrühe, Rindsfleischbrühe oder auch genannt Bouillon. Und dazu, wie auch bei der normalen Gemüsesuppe, das Wurzelwerk, also sprich Karotten, Sellerie, Lauch, Zwiebeln. Ich habe noch eine Petersilienwurzel dazu ergattern können. Die sind nicht gerade billig, deswegen war ich da ganz froh, dass ich da eine im Angebot gefunden habe. Das hatte ich auch letztes Mal vergessen bei der Gemüsebrühe. Als Ersatz für die Petersilienwurzel kann man dann auch so einen Stängel Petersilie mit reinmachen. Und was ihr dazu noch braucht, ist eine dunklere Haut von der Zwiebel frisch gewaschen und ohne Macken. Also so genauso wie bei der Gemüsebrühe auch ist es das Gleiche, nur dass hier halt jetzt mal eine Petersilienwurzel dabei ist und eben die Zwiebelhaut, die dunkle Haut. Einfach aus dem Grund, die meisten Fleischbrühen oder Bouillons sind dunkel und haben oft helle Einlagen, das heißt Grießnockerl, Eierstich, Nudeln, irgendwas, was immer meistens das, was hell ist. Also bei dunklen Einlagen macht man eine helle Suppe, also zum Beispiel bei Leberspätzle oder Leberknödelsuppe, da lässt man zum Beispiel bei der Fleischbrühe die Zwiebelhaut weg und brät das Gemüse nicht an. Bei hellen Einlagen brät man oder röstet man das Gemüse an und gibt noch eine Zwiebelschale dazu. Dann habe ich hier ein ganz normales Suppenfleisch, also kein Tafelspitz, ein ganz normales Suppenfleisch. Bitte sehr sorgsam, sehr sorgfältig, gut und kalt waschen. Nicht heiß waschen, sondern kalt waschen. Ihr müsst es jetzt nicht unbedingt abtupfen. Es ist kein Braten, es ist ein Suppenfleisch. Das kommt ja sowieso dann in die Flüssigkeit. Also extra abtupfen braucht es nicht. Und auch bitte nicht würzen. Ich habe auch schon in dem Rezept gelesen, dass man Suppenfleisch, bevor man es in die Suppe gibt, salzen und pfeffern soll. Braucht man nicht, weil es ist genug Salz und Pfeffer in der Brühe mit drin. Was ihr dann braucht, ist natürlich Salz und Pfeffer. Dann habe ich hier ein Lorbeerblatt. So, sieht man das? So. Und zwei Wacholderbeeren. Also nach meinem Geschmack reicht mir das für 1 Liter Suppe. Und natürlich Liebstöckel. Was ich dann noch habe, ist das sogenannte Tee-Ei. Weil viele von uns kennen das noch. Also ich bin noch in dem Alter gewesen, wo es dann im Sauerkraut gab es dann Wacholderbeeren und Lorbeerblätter in Massen, die man dann so mit der Gabel dann so mal so rausstochern musste. Und wenn man dann trotzdem auf so eine Wacholderbeere gebissen hat, das war dann ziemlich unangenehm. Deswegen mein Tipp, wenn ihr die Suppe kocht in einem normalen Kochtopf, dann nehmt euch doch so ein Tee-Ei. Die haben so einen Haken, die meistens aber dann im Laufe der Zeit kaputt gehen und die kann man schön am Rand einhaken und einen Deckel drauf.
Und dann kann man das nach dem Kochen natürlich mit einem Topflappen dann schön entfernen. Und man muss dann nicht extra dann in der Suppe rumsuchen, wo ist das Lorbeerblatt und wo sind die Wacholderbeeren. Also ich habe zum Beispiel so einen digitalen Dampfdrucktopf. Und dafür, weil ich persönlich habe immer die Befürchtung, wenn ich so ein Tee-Ei in den Dampfdrucktopf mache, weil das ist ja Metall, dass mir das Ganze dann explodiert. Ist so ein bisschen meine, ich habe es noch nie ausprobiert, aber das ist so ein bisschen, in der Richtung bin ich ein bisschen ängstlich. Deswegen nehme ich ganz ordinäre Teefilter. Also mit dem Kaffeefilter funktioniert es nicht, habe ich ausprobiert, funktioniert nicht. Deswegen habe ich Teefilter. Und hier sind, ich weiß nicht, glaube ich, 50 Cent für 100 Stück oder so. Kommt drauf an, wo ihr sie kocht, kauft. Da eben die Wacholderbeeren rein und das Lorbeerblatt. Und was ich dann mache, das ist dann oben zumachen und richtig mit den Fingernägeln reinfalzen und gebe es am Topfrand entlang in die Suppe mit rein. Und auch da wieder bitte aufpassen beim Entnehmen, dass ihr euch nicht die Finger in der heißen Suppe verbrennt. Dann fangen wir jetzt mal an. Also rein theoretisch, ich zeige euch ja noch dann das passende Video dazu. Das Wurzelwerk wird angedünstet. Es wird ein bisschen angebräunt, um dem Ganzen einfach ein bisschen Farbe zu geben. Und nicht wie die, da gibt es so viele Köche, die immer so gern schwärmen von Röstaromen. Also in eurer Rindfleischsuppe sollte bitte kein Röstaroma drin sein. Einfach so anrösten, dass das Gemüse ein bisschen Farbe annimmt, dass es auch in der, beim Kochen die Suppe dann auch die Farbe annimmt. Dann das Fleisch wird, damit ich eine gute Bouillon habe oder damit ich sie auch bekomme, wird das alles kalt angesetzt, um eben diesen Fleischsaft oder aus dem Fleisch rauszuziehen. Eben, es ist eben was anderes, wenn man jetzt zum Beispiel Fleisch als Suppeneinlage macht, also wie zum Beispiel jetzt, ich zeige euch irgendwann jetzt das Grundrezept für eine Hühnersuppe und da wird das Fleisch in die kochende Brühe gegeben, einfach aus dem Grund, Fleisch enthält Eiweiß und dann stockt das Eiweiß und dann bleibt der Fleischsaft im Fleisch drin und gibt dann den Geschmack ans Fleisch ab. Ich will aber meinen Fleischsaft in der Suppe drin haben, also gebe ich es kalt raus. Aber das erkläre ich euch dann noch in den passenden Videos, wie es funktioniert und wie das alles geht. Also kalt ansetzen, weil ich will ja eine gute Suppe haben. Ich habe jetzt hier, weil ich hier auf Vorrat koche, habe ich jetzt hier 500 Gramm Suppenfleisch, zwei Karotten, ein Viertel großen Lauch, eine kleine Petersilienwurzel, dann einen Viertel Sellerie und eine Zwiebel für 1 Liter Wasser. Und wie gesagt, mit dem Brühwürfel bitte immer erstmal ganz klein anfangen, nachwürzen kann man immer. Das zeige ich euch jetzt dann im nächsten Video. Und was ich noch habe, das kann ich euch auch wärmstens empfehlen. Ich hatte es eigentlich gesucht für mein Video, wie liest man Rezepte? Und zwar einen Bücherständer. Den habe ich jetzt tatsächlich, vorher hatte ich nicht gefunden, habe ich alles abgesucht, ich habe ihn nicht gefunden. Jetzt habe ich ihn durch einen Zufall gefunden und den kann ich euch wirklich empfehlen. Weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wie ich euch das erklärt habe, dass ihr euch in Ruhe vorher das Rezept angeschaut habt, durchgelesen habt, genau. Ich gehe davon aus, ihr habt euch eure Notizen gemacht und so wie ich es euch gezeigt habe, die Zutaten vorher hergerichtet in verschiedenen Tellern oder Schälchen oder je nachdem, was ihr halt habt. Aber das finde ich jetzt zum Beispiel gut, da kann man dann trotzdem nochmal nachschauen.
Wenn jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt den Arbeitsschritt, weiß ich jetzt nicht mehr genau, man stellt sich diesen Bücherständer mit dem Kochbuch, stellt man sich dann in eine Ecke rein, wo es nicht spritzt oder wo man wo man nicht keine Fingertapper hinbringen kann oder so. Also einfach in die Ecke stellen kann, einfach in die Ecke stellen. Und wenn irgendwas ist, wenn ihr euch jetzt unsicher seid, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, dann könnt ihr nochmal nachschauen. Das finde ich eine tolle Idee, das hatten wir in der Ausbildung auch. Und hilft wirklich, also wenn man unsicher ist. Das wollte ich nur so mal als kleinen Tipp mitgeben. Ja, und jetzt fange ich dann an, die Fleischbrühe mit euch zu kochen oder für euch zu kochen. Im Kochtopf wird das Ganze einmal aufgekocht und dann auf mittlere Hitze. Es ist Rindfleisch zwischen 1 bis 1,5 Stunden. Es kommt darauf an, ob es ein alter Ochs war. Kann es auch mal 2 Stunden sein, bis das Fleisch so ist, oder dass man das zum Beispiel, ich mache jetzt zum Beispiel, ich mag es zum Beispiel auch als Suppeneinlage. Bei mir gibt es es heute als Suppeneinlage mit Gemüse. Also es kann auch schon mal 2 Stunden dauern, bis so eine Suppenfleisch dann auch mal durch ist, dass es essbar ist. Ansonsten so, ja, 1,5 Stunden wird normalerweise eine Suppe ausgekocht. Also nur zum Auskochen 1 bis 1,5 Stunden, wenn ihr das Fleisch nicht verwenden wollt, wenn ihr es an Hund verfüttern wollt oder sonstiges. Ich mache es als Suppeneinlage und dementsprechend muss ich es dann auch kochen. Im Dampfdrucktopf ist es wiederum was anderes. Da mache ich meine Suppe, lasse ich meine Suppe nur eine halbe Stunde kochen, weil ein Dampfdrucktopf halbiert ja die Kochzeit, deswegen mache ich nur 30 Minuten. So, und dann fangen wir mal an. Nächste Woche möchte ich euch gern zeigen, jetzt ist ja auch das passende Wetter dann dazu, für Cremesuppen. Allerdings braucht ihr dann entweder einen Mixer oder einen sogenannten Mixstab dazu. Weil das kann man nicht passieren. Das ist eine fürchterliche Arbeit mit einem Passierer, eine Creme herzustellen. Also würde ich euch doch raten, wenn ihr euch wirklich für Cremesuppen interessiert, die euch auch schmecken, solltet ihr euch einen Stabmixer oder direkt einen Mixer dazu anschaffen. Aber ich zeige euch das dann nächste Woche. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.